Hallo allerseits und herzlich willkommen zu der Rezension von Deutsch sein und schwarz dazu von Theodor Michael. Theodor Michael ist Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland geboren, 1925 um genau zu sein. Das heißt, er hat die Nazi-Zeit voll miterlebt und während er in seiner Jugend selbst noch in sogenannten Völkerschauen auftrat, also oft waren das Zoos oder Zirkusse oder ähnliche Veranstaltungen, in denen dann schwarze Menschen auftraten als, naja, exotische Beschauungsobjekte. Anders kann man es eigentlich nicht wirklich ausdrücken. So hat er seinen Anfang gemacht und musste dann irgendwie gucken, wie er sich später einen Lebensunterhalt verdient in einem Land, was gesagt hat, okay, einfach weil du schwarz bist, darfst du das Gymnasium nicht besuchen. Weil du schwarz bist, darfst du eine Ausbildung nicht machen. Du bist nicht arisch, du bist nicht deutsch, du bist kein Mensch. Das ist so die Kernbotschaft, die Theodor Michael vor allem in seiner Jugend viel erfahren musste. Auch dadurch, wie er großgezogen wurde, weil er irgendwann nicht mehr bei seinen leiblichen Eltern aufwachsen konnte, weil die verstorben sind. Und auch seine Geschwister sich durch Europa verteilt haben, um eben, naja, ein freieres Leben führen zu können, als das in Deutschland möglich gewesen wäre. Theodor Michael erzählt dann auch noch davon, wie es war, als Deutschland befreit wurde, nachdem er den Zweiten Weltkrieg irgendwie überlebt hat und wie es danach für ihn weiterging. Was hatte er eigentlich für Chancen als ein Mensch ohne Ausbildung? In einem besetzten Deutschland, wo man ohne Ausbildung aber nicht wirklich was machen konnte. Film und Komparserie haben ihn immer weitergebracht und das Theater, aber davon kann man nicht immer eine Familie ernähren. Und so geht es in Deutsch sein und Schwarz dazu ganz viel darum, wie es ist, als Schwarzer in Deutschland, speziell in Nazi-Deutschland, aufzuwachsen, aber auch, wie es ist, arm zu sein, mittellos zu sein, wie es ist, schwarz und arm zu sein, eben in Deutschland auch der Nachkriegsjahre, wie das überhaupt geht, eine Familie zu ernähren, wenn man eigentlich nichts hat. Das heißt, dass in Deutsch sein und Schwarz dazu eine ganze Menge Dinge drin stecken, die natürlich für schwarze Menschen sehr relevant sind, die einfach uns auch nochmal deutlich machen, ja, es gibt schwarze Menschen in Deutschland und die gab es auch schon seit vielen, vielen Jahren, teilweise seit Jahrhunderten. Aber es zeigt uns auch einige Perspektiven, die uns selbst vielleicht durch unsere gesellschaftliche Position nicht immer so zugänglich sind. Und ich denke, dass genau das Deutsch sein und Schwarz dazu zu einer wahnsinnig interessanten Mischung macht. Das ist einfach ein Buch, was über alle Bereiche des Lebens erzählt. Und wenn ihr euch dafür interessiert, wie es denn auch nicht weißen Menschen in Deutschland ergangen ist, dann kann ich euch Deutsch sein und Schwarz dazu nur sehr, sehr empfehlen. Vielleicht kennen einige von euch ja auch Neger, Neger, Schornsteinfeger. Das ist ja von Hans-Jürgen Massakoi die Autobiografie, der ja auch ein junger war, der schwarz war und in Nazi-Deutschland aufgewachsen ist. Die beiden teilen also ein Stück weit das Schicksal, auch wenn ihre Lebenswege sehr unterschiedlich verlaufen sind, auch wenn sie sich gekannt haben. Und ich denke, dass es einfach sehr, sehr wichtig ist, dass wir uns mit Lebensperspektiven beschäftigen, die eben außerhalb unserer eigenen sind. Ich meine, Deutsch sein und Schwarz dazu ist jetzt kein schrecklich dickes Buch. Das hat, lasst es mich kurz nachgucken, unter 200 Seiten. Das kann man lesen und wenn man wirklich bemüht ist, mal über den eigenen weißen Tellerrand hinaus zu gucken, dann sollte man das auf jeden Fall mal lesen. Was ich auch sehr, sehr gut an Michaels Buch fand, war, dass er sich mit der Kolonialgeschichte Deutschlands auseinandergesetzt hat. Also ich weiß ja nicht, wie es bei euch zu Schulzeiten war. Bei mir in Geschichte ist die Kolonialgeschichte tatsächlich durchgenommen worden, sogar zweimal. Was eher Zufall als Absicht war. Aber ich kenne super viele Leute, die sich nie mit der deutschen Kolonialgeschichte beschäftigt haben. Und da Theodor Michael selber ein sogenannter Kolonialmigrant ist, also sein Vater kam halt eigentlich aus der deutschen Kolonie, also aus einer der deutschen Kolonien und ist so nach Deutschland gekommen. Und viele vergessen halt irgendwie, dass das so ein Ding ist, dass Deutschland mal Kolonien hatte und dass selbst nachdem Deutschland seine Kolonien abgegeben hat, natürlich Menschen, die über ihre Zugehörigkeit der Kolonien oder ihre Abkommenschaft von Menschen aus den deutschen Kolonien nach Deutschland gelangt sind und dass sie damit halt auch irgendwie umgehen müssen und dass sie im Prinzip ja genauso deutsch sein sollten wie alle anderen Deutschen. Auch wenn dann ihre Heimatländer es plötzlich nicht mehr waren. Also das sind einfach nochmal Erfahrungen, die die meisten von uns wahrscheinlich einfach nicht gemacht haben, nicht machen werden. Ich finde es mega spannend, was alles für Lebensbereiche Theodor Michael in seinem Buch beleuchten kann.
Und deswegen ist es sehr, sehr lesenswert. Es ist auch sehr reflektiert geschrieben. Also klar, er hat es am Ende seines Lebens geschrieben. Der gute Mann ist, ich glaube, 93 geworden. Hatte also eine Menge Zeit, darüber nachzudenken, was in seinem Leben so war, was passiert ist, was ihm widerfahren ist und wie er das einordnen möchte. Und er ist sich sehr bewusst, dass er manchmal Glück hatte oder dass er vielleicht auch mal nicht Glück hatte. Er kann aber auch wahnsinnig gut sagen, okay, damals habe ich mich so und so gefühlt. So hat sich diese Ungerechtigkeit angefühlt, so hat sie sich ausgewirkt. Und das macht seine Erfahrung und speziell die Diskriminierungserfahrungen, die rassistisch motiviert sind, sehr, sehr greifbar, selbst wenn man sie selber nicht erlebt. Und deswegen ist Deutschsein und Schwarz dazu definitiv eine große Leseempfehlung von mir. Und ich hoffe, dass ich euch jetzt in diesen paar Minuten überzeugen konnte, dass das ein Buch ist, was ihr euch wirklich mal durchlesen solltet. Meine Bewertung könnt ihr euch entsprechend wohl denken. Klar, es gibt den goldenen Bücherengel, auch wenn ich es hasse, Biografien und gerade Autobiografien zu bewerten. Aber es ist sehr lehrreich, sehr verstehbar, so nachvollziehbar geschrieben, selbst für einen Menschen, der diese Erfahrung nicht gemacht hat. Und es ist einfach sehr gut geschrieben. Also von daher, große, große Leseempfehlung. Auch vielen Dank nochmal an den Verlag, dass ich es bekommen habe. Ich hoffe, dass ich euch hiermit einen guten Lektüre-Tipp geben konnte. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir weitere gute Lektüre-Tipps zu dem Thema schreibt. Gerne auch in die Kommentare, damit alle anderen, die dieses Video sehen, auch sich noch ein paar Inspirationen abholen können. Das Problem ist ja nicht, dass die Informationen nicht vorhanden wären, wo man sich informieren kann, sondern dass man diese Informationen erstmal finden kann. Und in dem Sinne hoffe ich, dass ihr alle fit, munter und gesund bleibt. Lasst mich wissen, was ihr jetzt über Deutschsein und Schwarz dazu denkt und bis zum nächsten Mal.